Wir sind jetzt direkt von der Fähre von Tallinn nach Helsinki direkt ins erste Highlight von Finnland gefahren. Das ist Porvo. Anscheinend die schönste Stadt von Finnland. Da sind wir mal gespannt. Wir gehen das mal schauen. Ein wunderschönes Städtli mit schönen, farbigen Holzgebäuden aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Ob es die schönste Stadt ist von Finnland, wissen wir nicht, weil es ist die erste, die wir sehen. Aber wir werden es in den nächsten Wochen sicher herausfinden. Wobei Stadt übertrieben ist, ich würde es eher als Dorf kennzeichnen. Und da hinten, das ist eigentlich das bekannteste Fotomotiv von Porvo, die roten Häuschen direkt am Fluss. Mit dem Dom hinten dran. Und jetzt sind wir im nächsten Highlight. Das ist die grösste Holzkirche auf der Welt. Die umfasst 3400 Sitzplätze und total haben 5000 Leute dort innen Platz. Und warum das die grösste Holzkirche ist, ist wegen einem Fehler, weil man nicht miteinander kommunizieren kann. Oder Plan falsch gelesen. Oder Plan falsch gelesen, weil der Plan ist gezeichnet worden in Zoll und der andere gemeint, das sei eine Meterangabe. Darum ist es ein bisschen grösser geworden als geplant. So einfach passieren Fehler. Sehr eindrücklich. Und wir haben es gerade von einem, keine Ahnung, was das für eine Person ist. Der schaut da ein bisschen zu den Killen, oder? Sehr verbunden auf jeden Fall zu dieser Kille. Passt alle Leute an, die in die Kille reinkommen und erzählt auf Finnisch und auf Englisch. Sämtliche Details. Sämtliche Details. Wie viele Kille, wie viel Holz was man braucht zum Feuern. Wie viele Kerzen sind Weihnachten angezündet werden. Extrem leidenschaftlich, aber auch sehr laut. Und dominant.
Aber mit Leidenschaft und Freude. Und das ist das Wichtigste. Einen ganz speziellen Schlafplatz ausgesucht. Und zwar ganz nah an der russisch-finnischen Grenze. Hier die gelben Pföschli dahinter. Das ist Grenzgebiet. Das heisst, wir dürfen nicht hinter die gelben Pföschli. Das sind da alles an der Straße entlang. Und dahinter kommt man nachher zum östlichsten Punkt von Finnland und von Europa, also von der Europäischen Union. Ja. Da hinten ist der Schlafplatz. Ich zeige euch jetzt mal, wie so ein Schlafplatz aussieht. Da steht unser Pucci. Was für ein Platz! Hier direkt am See. Okay, nicht direkt, das sind 8,5 Meter. Ungefähr. Und was die Plätze hier extrem besonders macht, ist hier das Hütli. Das ist wirklich ein extrem schönes Hütli im karelischen Baustil. Karelischer Baustil zeichnet sich unter anderem wegen diesen Wurzelstöcken aus, die unter dem Dach oder wo das Dach stützen. Wenn wir da mal reingehen. Eine wunderbare Hütte zum Führen. Da hat sogar noch einen Ofen drin. Also wenn es wirklich mal kalt ist draussen, kann man da mit dem Metallofen sehr gut führen. Eine offene Feuerstelle. Großzügiger Tisch, Feuerlöscher. Da hat es noch ein paar Krimskrams-Zeug von anderen Besuchern. Dann hier hat es eine sehr grosszügige Aussenbrötelstelle. Da mit einem riesen Tisch. Da eine Feuerstelle mit Dreirost und Schwenkerost. Das ist noch ein anderes Hütchen im Wald. Also das Holz, das reicht für ein paar Tage. Und sogar mit Spaltstock und Beil. Und das sind wir jetzt noch herausgefunden, weil hier hat es rote Beeren und schwarze Beeren.
schauen, ob das schwarze Johannisbeere sind oder... Ich werde mir nachher noch schnell googeln, ob ihr das herausgefunden. Da sind wir wieder auf der Strasse, wo die Grenze ist. Da hat es immer wieder so Warntäfel, dass man nicht auf den Bereich betreten ohne Bewilligung. Und dann hat es dann das letzte Hütli, wo für uns ein riesiger Luxus ist, dass das an solchen Plätzen auch hat. Das WC. Also extrem grosszügig, da hat es sogar noch eine Ecke für die Herren. Da sogar mit WC-Papier. Und da hat es, sieht man es nicht, hat es Erde drin, um nachher über das Geschäft hineintun, dass es nicht so stinkt. Also perfekt. Ja, wir bleiben jetzt hier mal sicher die Nacht. Wir haben unsere Vorräte aufgefüllt. Die letzten zwei Tage waren wir auf einem Campingplatz. Wir haben noch etwas gewaschen. Wir haben gearbeitet am Blog, ich habe Video geschnitten. Und darum wird es jetzt in der Zeit für die wilde Natur. Wobei wilde Natur mit diesen ganzen Komfortsachen, ja, ich finde es trotzdem wild. Es ist extrem ruhig hier. Man hört keinen Vogel, man hört kein Autogeräusch, man hört nichts. Haben wir bis jetzt so in Finnland auch noch nie erlebt. Und das sind sehr seltene Orte, die man noch erleben kann. Wir haben noch etwas entdeckt. Der Platz hat nochmal ein Geheimnis. Oder eine Überraschung für uns. Und schmeckt's? Ja. Herrlich. Perfekt. Also... Was will man mehr? Ja. Was will man mehr an solchen Plätzen? Es ist fantastisch. Es erfüllt alle Bedürfnisse, die man braucht. Genau. Und morgen der Elch, der noch am See geht und trinken kann, dann ist es eigentlich perfekt. Und du hinter drin schwimmst? Genau. Es wird schwimmen mit dem Elch. Abgemacht. Abgemacht.